Ja, vielen Dank. Als Vertreter des Medienzentrum Parabols würde ich auch noch mal sagen, wir haben uns sehr gefreut, dass die GmK hier nach Nürnberg gekommen ist. Für uns als medienpädagogische Institution ist es auch wichtig, dass wir hier in Nürnberg und in unserem Wirkungskreis Mittelfranken auch so eine Tagung hier organisieren, mitorganisieren können und dadurch auch natürlich auch so ein bisschen Glanz auf unsere Arbeit abfällt. Das ist wichtig für uns, um auch zu zeigen, dass wir auch nicht nur auf der praktischen, sondern auch auf der theoretischen Seite uns Gedanken machen und unsere Arbeit, praktische Arbeit mit theoretischen Überlegungen verkoppelt ist. Ich habe jetzt mir überlegt, ich würde gerne nochmal in die Niederungen der Pädagogik hinuntersteigen. Wir haben jetzt viel gehört von politikwissenschaftlicher Seite, von kommunikationswissenschaftlicher Seite. Und mir geht es jetzt nochmal darum zu sagen, wie schaut eigentlich der medienpädagogische Alltag aus und wie die Ulrike Wagner hat es heute genannt, Gelingensbedingungen von Emanzipation. Ich würde jetzt gern mal aufzeigen, wo ich sehe, dass es auch sehr massive Verhinderungsmechanismen gibt, um überhaupt E-Partizipation voranzutreiben. Die Welt verändert sich durch Medien und die Welt wird bedroht durch Medien. Das sind zwei Wahrnehmungen, denke ich, die Generationen unterschiedlich sehen. Aus meiner Erfahrung ist so, dass die Pädagoginnen und Pädagogen es eher als Bedrohung wahrnehmen und die Jugendlichen eher als Veränderung wahrnehmen, wo sie sagen, oh, da verändert sich was, schau mal, was wir damit machen können. Im Moment die Erwachsenenwelt, nicht nur die Pädagoginnen und Pädagogen, sondern die gesamte Erwachsenenwelt eher das Bedrohungsszenario nach vorne stellt. Facebook wird eher unter dem Thema Datenschutzproblematik diskutiert, statt unter dem Thema soziale Vernetzung. WikiLeaks wird als eher staatsbedrohend gesehen und als Auflösung von demokratischen Strukturen. Der Bundestrojaner hat bei vielen, auch aus meiner Generation, die ja eher noch aus dieser Volkszählungsgeneration kommen, sehr viel, ja, soll man mal sagen, Potenzial geweckt zu sagen, also wer glaubt dem Staat jetzt gar nichts mehr und ganz interessant, öffentlich-rechtliche Plattformen, was sind öffentlich-rechtliche Plattformen, wer traut heute noch öffentlich-rechtlichen Plattformen? Eine andere Sache, die mit der man immer stärker zu tun hat, ist Sucht. Sucht ist auch ein Potenzial, das immer stärker nach vorne gebracht wird. Das Grundproblem aus meiner Sicht liegt darin, dass, ich habe mal ein Zitat vom Herrn Rauschenbach, Direktor des DJIs, dass er in einem Spiegel-Interview, ich glaube letzte Woche war das, zum Thema das überforderte Kind, wo ihn die Reporterin gefragt hat, wie soll denn überhaupt die Welt ausschauen, in die Kinder hineinwachsen, und er sagt, naja, so wie in eine Welt, die wir auch gern hineinwachsen würden. Das ist ein Problem, wenn es um Medien geht. Die Welt, in die heute Pädagogen und Pädagoginnen, Eltern und oder viele Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder hineinwachsen, was Medien betrifft, schaut ganz anders aus wie die Welt, die sich Jugendliche wünschen oder Kinder wünschen und sagen, so sehen wir unsere Zukunft. Das ist ein starkes Spannungsfeld, das ich möchte mal versuchen, kurz aufzuzeigen. Mal einen kurzen Videoclip von Sascha Lobo. Autor und auch Strategieberater fürs Internet. Ich bin eigentlich die meiste Wachzeit online, je nachdem, wie man online definiert. Tatsächlich in den Bildschirm gucken, würde ich sagen, so 6, 7, 8 Stunden, manchmal auch ein bisschen mehr. Man kann sich entweder vom Internet berieseln lassen, wie vom Fernseher, oder man kann eben aktiv mitmachen und Sachen von sich selbst hochladen. Und das ist für mich die Generation Upload. Das ist eine Definition von Generation, die aus meiner Erfahrung, dass bei vielen Pädagoginnen und Pädagogen eher sehr negative Gefühle hervorruft. Die ganze Wachzeit online, das ist aus meiner Sicht die Problemstellung, mit der wir es viel zu tun haben, dass Lehrer und Lehrerinnen und Pädagoginnen und Pädagogen genau das an die Wand malen und sagen, das ist doch das große Problem, dass die Jugendlichen von heute die ganze Wachzeit online sein wollen. Wenn wir die Probleme, die jetzt eigentlich dahinter stehen, mal runterbricht, ist das Problem der Geschwindigkeit. Wenn man sich anschaut, mit welcher Langsamkeit sich die Medien entwickelt haben, 40 Jahre oder über 40 Jahre, erste Computer, erste C64, da sind wir eingestiegen mit der Medienpädagogik, mit der Computerpädagogik, wir im Parabol. Das sind irre Zeitspanne. Und wenn man sich anschaut, den Zeitspann von 2004, Einführung Facebook, dann 2007, Einführung iPhone, was ja wirklich richtige Sprünge sind, das ist bei den Erwachsenen ein starker Wunsch nach Entschleunigung. Die geht's einfach zu schnell.
Jugendlichen geht's nicht so schnell, was die technische Entwicklung angeht. Die erleben sich nicht als alt, wenn sie 12 oder 13 sind und lassen manche technische Entwicklungen aus und sagen, das ist nicht meins, ich mache was anders. Erwachsene erleben sich eher getrieben von den Medien, vor sich hergetrieben, haben Ängste, sie kommen damit nicht zurecht und haben den Wunsch nach Entschleunigung und übertragen das auch auf die Pädagogik. Und wir stoßen immer stark in der Praxis eher an den Wunsch, die Medien zurückzunehmen, rauszunehmen, um die Welt ein Stück zu entschleunigen. Gipfeln tut es dann, oder weitergeführt ist das Problem der Entfremdung, dass die Medien immer stärker in der Pädagogik als Problem gesehen werden, dass die Kinder sich heutzutage von der Natur entfernen, dass ein gesundes Aufwachsen nicht mehr möglich ist und dass Kinder in Medienwelten sich stark von der Natur abwenden. Ich habe mal ein Arbeitsblatt da, das ich ganz interessant finde, was auch zeigt, was dahinter liegt. Das ist ein Arbeitsblatt aus einer zweiten Grundschulklasse. Wenn man sich den Titel anschaut, spielen heute, klicken und glotzen, statt wirklich was erleben. Das ist halt einfach die Meinung der Pädagogin. Fragt dann das ab und bewertet es auch positiv. Das Problem ist, dass das Kind, das das gemacht hat, das ganz anders sieht. Aber dass sie natürlich weiß, wenn sie sich da computerspielend oder er sich computerspielend hinmalt, dass das nicht der Vorstellung der Lehrerin entspricht. Und das ist auch ein Problem, das wir haben, dass wir in den Dialog mit Jugendlichen immer weniger treten können, weil die Wünsche, die wir haben, wie sie Medien nutzen, nicht ihren eigentlichen Mediennutzengeschichten oder Interessen entsprechen und sie sich einfach dann machen, wenn wir es nicht merken oder mit uns nicht kommunizieren. Thema Sucht, das müssen wir mal überspringen oder machen wir es mal ein bisschen schneller. Die zweite Problematik, die ich sehe und die wirklich eine Verhinderung aus meiner Sicht für gelingende E-Partizipation sind, dass die Mediennutzung immer stark unter dem Aspekt des Jugendschutzes diskutiert wird. Immer wird nach vorne gestellt, wo sind die Probleme, viel weniger, wo sind die Chancen und Möglichkeiten. Wir haben das vorhin auch im Workshop diskutiert, der mal so ein Beispiel aus Hamburg, der Andreas Hedrich, der da war, das ich mal ganz interessant fand. Bei uns in den Schulen ist überhaupt nicht möglich, dass Jugendlichen sich im Internet bewegen, weder in ihrer Freizeit noch im Unterricht, ohne stark reglementiert. Und Andreas hat von einer Hamburger Schule erzählt, wo der Pädagoge gesagt hat, ja, das ist doch unsere Aufgabe, wenn sie auf irgendwelche Seiten surfen, die uns nicht passen, dann treten wir mit ihnen in Interaktion und reden mit ihnen drüber oder besprechen es mit ihnen. Aber die Idee ist eher, Kinder und Jugendlichen von vielen Inhalten fernzuhalten, das auch viele emanzipatorische Möglichkeiten ihnen nimmt. Ein anderes Problem, das ich immer stärker erlebe, ist das Problem, dass viele Pädagogen eine gute Pädagogik dann finden oder auch eine gute Medienpädagogik, wenn so wenig wie möglich genutzt werden. Spitzer ist der Meinung, dass vor der Pubertät gar keine Mediennutzung stattfinden sollte. Wenn wir hier sagt er in Deutschlandfunk auf jedem Interview, wenn Spitzer hier nach Nürnberg kommt und in die Schule geht, 3.500 Leute gehen in die Schule und hören sich das an. Das ist jetzt erstmal überhaupt noch keine Wertung, sondern das ist die Frage, wie wird in unserer Gesellschaft Mediennutzung gesehen? Wie sehen die Eltern das? Und viele Eltern sind der Meinung, dass Vermeidung, Reduzierung und Hinausschieben so lange wie möglich eine gute Aufwachsensbedingung ist. Ich habe zwei Kreise über Facebook, einmal die Kreise meiner medienpädagogischen Kollegen und einmal den Kreis schulpolitischer und elternpolitischer Aktiver, mit dem ich verbunden bin als Elternbeiratsvorsitzender und solche Geschichten. Und ich habe den Artikel auf beiden Seiten gepostet. Die Medienpädagogen haben ihn alle als, was ist denn das schon wieder und wie werden wir da schon wieder dargestellt gesehen. Die Elternvertreter, auch die politischen Vertreter der SPD zum Beispiel im Arbeitskreis, in dem ich bin, Bildung, haben das alle gesagt, ja, das stimmt, super. Da müssen wir was machen, das ist die richtige Richtung. Wir müssen eher die Kinder viel stärker von den Medien fernhalten, dann haben wir nicht so viele Probleme. Also wir sehen manchmal in unserem Arbeitsfeld auch nicht die Differenz, dass wir eine andere Sichtweise auf die Medien haben wie der Rest. Das Problem der sinnvollen Mediennutzung, das ist auch immer wieder gefallen als Argument, wenn man mit Politikern oder in irgendeinem Kreis redet, wie werden Medien genutzt, ist immer die Frage, ja, eine sinnvolle Nutzung ist das Richtige. Was ist eine sinnvolle Nutzung? Ich habe mal ein Platzhalterbild genommen, aus der Zeit komme ich auch. Da wird jeder sagen, sinnvoll, das sind zwei Jugendliche, die machen einen Film, die sind draußen, haben wahrscheinlich noch sozialkritisches Thema, Prostitution, Zwangsprostitution oder Behinderten, Inklusion oder irgendwas, machen einen Film, zeigen den im Jugendhaus, super, es gründet sich eine Initiative, die das alles vorantreibt. Aber Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen schaut halt einfach häufig so aus, Jugendlichen sind im Netz, bewegen sich im Netz, lange Zeiten im Netz und es gibt kaum jemand,
der so ein Bild als sinnvolle Mediennutzung sehen würde. Oder viele sehen sowas als einfach die negative Mediennutzung, ohne dass sie wissen, was die Jugendlichen eigentlich machen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, gell? Springen wir das mal. Dann, das ist ein Problem der Glaubwürdigkeit. Wer hat eigentlich die Definitionshoheit? Wer hat die Definitionshoheit über, was macht eine sinnvolle Mediennutzung aus? Es gibt eine klare Hierarchie und wer das im Moment definiert, es gibt eine Glaubwürdigkeitspyramide in der Gesellschaft. Der Arzt wird als glaubwürdig wahrgenommen, dann kommt der Psychologe und dann kommen wir als Pädagogen. Also wir stehen in der Reihe ganz hinten und im Moment definiert die Medizin die Wirkung der Medien. Wir als Pädagogen kommen da eigentlich gar nicht dazwischen. Also wir kommen auch wissenschaftlich überhaupt nicht dazwischen, sondern die Definition läuft über die Medien, über die Medizin und läuft hauptsächlich über die Hirnforschung. Und die Ergebnisse der Hirnforschung werden sehr 1:1 wahrgenommen und umgesetzt und sind von uns als Pädagogen auf wissenschaftlicher Seite eigentlich nicht erschütterbar. Ich finde, wir sollten da auch viel stärker über Erlebnisberichte als Pädagogen, die viel mit Jugendlichen, die mit Medien zu tun haben, uns ein Stück da einklinken und sagen, aus unserer persönlichen Beobachtung stimmt es nicht, was da postuliert wird, aber das ist einfach Fakt, dass die Medizin und die Hirnforschung im Moment die Deutungshoheit hat über die Wirkung der Medien. Das geht so weit, dass zum Beispiel das Alltagswissen ist, also dieser Spruch der Medienkonsum sorgt für eine Löschung bei intensiv Gelernten. Das ist eine Weisheit, die jeder, der einen Kurs macht, Lernen, beigebracht kriegt. Es gibt, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, in vielen Schulen gibt es einen Kurs Lernen, oder viele Schulen haben das. Und ein ganz klare Anweisung an die Kinder ist, sie sollen, wenn sie gelernt haben, danach keine Medien nutzen oder einen Film, den sie schon 20 Mal gesehen haben, weil das strengt das Hirn nicht so an, da kennen sie die Sachen ja schon. Und dann ist eine Löschung. Also es geht wieder um die Vermeidung und wir müssten eigentlich Jugendlichen aus meiner Sicht wesentlich mehr Zeit für Online-Zeiten schaffen. Die Schule ist eine online-freie Zeit. Aus meiner Sicht geht es nicht, dass die Schule sich online-frei darstellt, um auch Partizipationsmöglichkeiten zu erlernen, weil das virtuose Bewegen im Netz heißt auch, sich lange Zeit damit beschäftigen. Das geht nicht einfach so, dass ich sage, ich mache nie was mit Medien, jetzt mache ich mal zwei Tage was mit Facebook und dann kann ich mich da virtuos bewegen und kann mich überall in allen Sachen einklinken. Da gehört Beschäftigungszeit dazu. Ich habe mal noch ein Beispiel, wie sowas passieren kann, ohne dass wir das merken. Also die Frage ist, was machen Jugendliche mit ihrer Medienzeit und was entwickelt sich daraus für sie? Das ist die Heimatgemeinde, aus der ich stamme. Es sind 3.500 Einwohner, kleine Gemeinde. Die haben einen Gemeinderat gewählt. Und dieser Gemeinderat gibt es einen Sitz, der heißt WoW. Da denke ich, was ist das für ein Sitz? War ich bei meiner Mutter, habe ich ich kenne zufällig den Vater von dem Kind, den rufe ich mal an und sage, was habt ihr da, wieso seid ihr mit WoW in den Gemeinderat gewählt worden? Dann hat er gesagt, sie haben sich das rausgesucht, haben das auch nicht erklärt. Sie sind alle, oder er ist WoW-Spieler, hat eine große WoW-Gemeinde und hat gesagt, sie möchten gerne in den Gemeinderat und sie haben nur in der Community WoW Werbung gemacht für sich und sind mit einem Sitz in den Gemeinderat gewählt worden. Und jetzt sitzen sie da drin und also ist ganz witzig, steht, kann man auf der Homepage anschauen, steht Freie Wähler, CSU und dann steht WoW. Aber was da vorausgegangen ist, sind unzählige Stunden WoW-Spielens und sich mit den Leuten unterhalten und es ausprobieren und die Möglichkeit auszuüben, andere Leute anzusprechen, sich vielleicht zu organisieren. Und was mir wichtig dabei ist, ist nur zu sagen, dass man halt einfach auch Zeit braucht, um sich mit solchen Medien zu beschäftigen. Niemand von Ihnen kann in 2 Stunden WoW lernen und kann sich dann in solche Prozesse einklinken. Das dauert einfach Zeit. Auch Facebook-Nutzung braucht Zeit, um sich in solche Geschichten einzuklinken. Ich würde mal jetzt muss ich meine Brille aufsetzen, weil ich sehe sie immer nicht. Nach Jenkins, Medienpartizipationsbedingungen würde ich gerne mal 2 noch am Schluss raussuchen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, multitaskingfähig zu sein. Und dann kann Schule auch nicht mehr so ausschauen. Schule ist nicht multitaskingfähig. Jeder, der hier sitzt, benutzt sein Handy, schaut bei Wikipedia was nach oder sonst, wenn er irgendwas nicht versteht, was hier oben läuft oder nutzt es multitaskingmäßig. In der Schule ist sowas überhaupt nicht möglich. Die zweite Geschichte, die ich sehr wichtig finde, ist wirklich die kollektive Intelligenz zu nutzen, was zum Beispiel
in der Schule auch überhaupt nicht stattfindet. In der Schule geht es um Einzelleistung. Alle Schüler müssen das gleiche Potenzial besitzen. Man schaltet sich nicht zusammen, sondern jeder muss gleich viel verkabeln können, alles gleich gut. Und die nutzen diese wirklich Möglichkeit, Medien zu nutzen, braucht Zeit. Und wir brauchen wesentlich mehr Online-Zeiten aus meiner Sicht und auch Vertrauen, dass die Jugendlichen dann auch sich wesentlich partizipativer einbringen in unsere Gesellschaft. Ihnen die Online-Zeiten zu reduzieren, ist, glaube ich, der falsche Weg. Aus meiner Sicht eine Gelingensbedingung im Vorhinein, dass wir als Medienpädagogen auch dafür sorgen, dass Jugendlichen Online-Zeiten zur Verfügung haben. Wir können sie mit ihnen gestalten gemeinsam, aber wir müssen auch Räume wie die Schule zum Beispiel endlich von online-freien Zeiten befreien. So viel erstmal. Dankeschön.